Es muss ja nicht das teure Original sein. Ein preiswerter Nachbau tut es genauso gut. Auf meiner Webseite finden Sie die komplette Teileliste und eine Nachbauanleitung für den Mini-Roboter auf Basis eines Raspberry Pi. Das Car-Chassis enthält ab ca. 10 Euro die Grundplatte, die Motoren und Räder, einen Batteriehalter, einen Schalter, die Schrauben und sogar ein Mini-Experimentierboard. Wenn man davon ausgeht, dass bereits ein Raspberry Pi vorhanden ist, kann man für etwa 50 Euro inklusive Powerbank zur Stromversorgung mit dem Experiment starten. Nach dem Zusammenbau und ein paar Tests wird der Mini-Roboter bei seinem großen Bruder angelernt. Rumpai überträgt die Raumkoordinaten per WLAN auf den Speicher des Raspberry, damit er sich später mit Hilfe der Ultraschallsensoren im Raum zurechtfindet. Jetzt sollte es auch ganz alleine funktionieren. Doch was ist das? Raspberry sieht plötzlich rot und ruft verzweifelt: Ich will jetzt ins Grüne. Lasst mich endlich raus. Hat er etwa einen falschen Farbcode im Programm? Nach der Farbenlehre sollte er doch wissen, dass Rot und Grün die Sensoren zerstört. Alpha, ZDF und ARD, alles ist okay.